Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist soweit, bei Grizzlyfy ist der Freezer gestartet. Den wollen wir uns heute auf jeden Fall mal direkt angucken und auch direkt dort reingehen. Ich werde euch die wichtigsten Fragen dazu beantworten. Wir werden einmal wieder reinvestieren und all das nach dem Intro. Also viel Spaß dabei und let's go! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Da ich kein Anlagenberater bin, kommt hier einmal der Haftungsausschluss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. So, und jetzt können wir mit dem Video starten. Alle Seiten, die ich auf diesem Kanal vorstelle, sind unter diesem Video verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, falls euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, abonniert diesen Kanal und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. So, als allererstes wollen wir mal unsere Wallet wieder connecten. Ja, ich habe jetzt meine Wallet verbunden und jetzt wollen wir uns einmal angucken, was habe ich wieder verdient nach so kurzer Zeit. Und es ist schon wieder über einen G-Honey zustande gekommen, was momentan einen Wert hat von knapp 74 Dollar. Also es läuft und läuft und läuft. Jetzt sehen wir hier, wir haben hier 147% APR noch. Was natürlich spektakulär ist, dass wir immer noch so viel APR haben, das freut mich richtig. Und jetzt wollen wir aber unsere G-Honeys freezen und dafür müssen wir sie einmal hier rausholen. Wie ihr seht, ich habe hier 21,44 drinne plus der eine sind wir ungefähr bei 22,5. Und das wollen wir jetzt einmal machen. Wir drücken hier auf Minus. Dann müssen wir den Betrag eingeben, den wir raushaben wollen. Ich habe jetzt hier 100% und alle. Dann gehen wir auf Withdraw. Dann öffnet sich wie immer MetaMask. Dann müssen wir das jetzt einmal bestätigen, dass ich das rausholen möchte. Und schon ist es raus. Wenn wir jetzt auf unsere MetaMask gehen, müssten da ja jetzt ungefähr 22,5 G-Honeys drauf sein. Okay, ihr habt das jetzt vielleicht gesehen. Und zwar habe ich hier meine kompletten 21,44 G-Honeys rausgenommen. Ich hatte normalerweise vermutet, dass meine geernteten direkt mit rauskommen. Das kamen sie jetzt nicht. Und ich hatte auf meiner Wallet tatsächlich nur die 21,44 und konnte hier nicht mehr ernten. Ich konnte hier, weil ich hier nichts mehr drin hatte, auch nicht ernten. Ich musste jetzt tatsächlich hier wieder was reintun, damit ich meine geernteten sehe oder die, die ich noch ernten kann. Das ist zwar immer noch die volle Anzahl, die sind nicht weg, keine Sorge, aber man muss anscheinend wissen, dass man hier vorher ernten muss und dann seinen Einsatz wieder rausholt und nicht andersrum, weil andersrum ist es anscheinend nicht möglich. Sollte man diesen Fehler machen, so wie ich, muss man halt wieder was hier reintun, damit man dann jetzt wieder ernten kann und dann seinen Einsatz wieder rausholt. So, genau das wollen wir jetzt machen. Ich muss jetzt einmal hier ernten und dann meinen Einsatz wieder rausholen und dann kann ich das im Freezer anlegen. Das müssen wir natürlich wieder einmal im MetaMask bestätigen und die Transaktion ist gefinished. Jetzt kann ich meinen Einsatz rausholen, indem ich hier auf Minus klicke wieder. Dann möchte ich alles rausholen, also den einen, den ich gerade wieder reingetan habe. Da muss ich einmal auf Withdraw drücken, wieder im MetaMask bestätigen und dann habe ich endlich meine kompletten G-Honeys aus dem Honeypot rausgeholt und sie dann zur Verfügung, um diese im Freezer zu packen. So, diese Transaktion ist auch durch. Das heißt, wir müssten jetzt hier eigentlich gleich eine 0 stehen haben und wir müssten alles aus dem Honeypot raus haben. Ja, es ist alles draußen. Jetzt müsste ich hier bei MetaMask 22,5 G-Honeys stehen haben. Und so ist es auch, 22,51333. Und das wollen wir jetzt im Freezer anlegen. Dafür gibt es hier einen Button, der nennt sich Freezer. Da gehen wir einfach drauf. Man kann auch direkt auf app.grizzly.fi/de/freezer gehen. Dann würde man auch direkt auf den Freezer kommen. Jetzt sehen wir hier meine kompletten G-Honeys, die ich hier drin habe. Und diese kann ich jetzt freezen. Ich kann die Anzahl bestimmen und den Zeitraum. Und jetzt ganz wichtig. Am 23.09., also in 2 Tagen, wird festgehalten, was hast du hier im Freezer drin und wie lange. Weil du bekommst ja eine Anzahl von Moneta als Airdrop auf deine G-Honeys. Wenn du diese jetzt aber freest, kriegst du nochmal ein extra und das steht hier unten. Freest du deine G-Honeys einen Monat lang, kriegst du pro gefreesten G-Honey 5 Moneta-Token als Airdrop. Freest du die 3 Monate lang, kriegst du 10 Moneta-Token pro G-Honey und freest du die 6 Monate lang, kriegst du schon 20 Moneta pro G-Honey. Im offiziellen Video von Grizzlyfy wurden zwar gesagt 15, bei 6 Monate, aber ich habe die Bestätigung, diese Zahl stimmt hier. Es sind also wirklich 20 Stück pro G-Honey, den du stakes.
wenn du den für 6 Monate freest. Das heißt, du kriegst dann einen Airdrop von Moneta auf jetzt zum, bei meinem Beispiel 22,5 Giannis. Plus nochmal, weil ich die jetzt im 6-Monats-Freezer packen werde, 20 Moneta pro Gihani. Das bedeutet, wir können uns das hier einmal ausrechnen, allein durch den Freezer müsste ich dann 440 Moneta-Tokens bekommen. Plus zusätzlich das, was man als Gihani-Holder sowieso dann bekommt. So, jetzt gibt es noch eine zweite Besonderheit. Und zwar haben wir ja gerade gesehen, im Honeypot hat man momentan 147% APR. Wenn du hier deine Gihanis freest, kriegst du hier einen Multiplikator. Bei einem Monat kriegst du einen Multiplikator von 1,1, das bedeutet, du hast 161% APR. Bei 3 Monaten hast du 206% APR und bei 6 Monaten hast du 250% APR, also ein Multiplikator von 1,7. Das ist natürlich nochmal ein richtig krasser Bonus obendrauf und deswegen möchte ich auch hier meine kompletten Gihanis freezen, um zum einen die zusätzlichen Moneta-Token zu erhalten und natürlich diesen genialen Multiplikator mitzunehmen. Das werden wir jetzt auch direkt mal live hier im Video machen. Dafür drücke ich hier einfach auf Max, um meine komplette Anzahl im Freezer reinzupacken. Diese steht dann hier oben. Ich möchte die für 6 Monate reinpacken und gehe jetzt einmal auf Freeze Assets. Dann öffnet sich natürlich wieder MetaMask. Hier steht es auch, ich bekomme 450,266 Moneta, wenn ich das jetzt durchziehe. Wir müssen natürlich einmal hier wieder den Vertrag bestätigen. Das ist ja immer so, wenn wir mit einem neuen Smart Contract arbeiten. Das bestätigen wir jetzt einmal. Und danach müssen wir noch einmal die Transaktion bestätigen. So, hier ist es auch schon. Das müssen wir nämlich dann auch bestätigen. Und dann wird die Transaktion durchgeführt. Und wir haben hier unsere kompletten G-Honeys im 6-Monats-Freezer reingepackt. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben 22,51 G-Honeys gefreezed für 6 Monate. Ne, die Zeit läuft jetzt runter. Wir können hier genau sehen, wie lange wir noch brauchen, bis diese wieder frei werden. Hier steht einmal den Freezer, den wir angewählt haben, 6 Monate. Und hier steht dann, wie viel wir claimen können. Momentan sind wir hier bei 0. Wir haben 0 geclaimed, das passt also. Normale APR wären 147%. Wir kriegen diesen Multiplikator von 1,7, haben also hier 250% APR. Jetzt ist es so, was kann man mit diesen geclaimten G-Honeys machen? Weil jetzt haben wir ja einmal den Freezer aktiviert und du kannst im Freezer nichts nachlegen. Das bedeutet, wenn dieser einmal läuft, dann läuft er und du kannst diesen nicht mehr erhöhen. Aber wenn wir jetzt wieder hier auf Start Freezing gehen, sehen wir können einfach einen neuen machen. Das heißt, wenn wir jetzt ernten, alles das, was wir geerntet haben, wir haben jetzt hier schon wieder 0,00016 G-Honeys, die wir ernten könnten, könnten wir diese sofort wieder hier anlegen in einem neuen Freezer, können dann wieder aussuchen, 1, 3 oder 6 Monate und diese freezen, würden jetzt bis zum 23.09. darauf auch unsere Moneta-Token bekommen und natürlich diesen Multiplikator und würden dann hier unter Check Freezer noch ein zweites Fenster sehen, wo dann unser zweiter Freezer ist und wir können so viele haben, wie wir wollen, selbst wenn wir jetzt 100 verschiedene Freezer machen mit ganz vielen verschiedenen Zeiten, also 10 mit einem Monat, 10 mit 3 Monaten und 80 mit 6 Monaten, können wir alles machen ohne Probleme. Und jetzt halt noch bis zum 23.09. kriegen wir diesen Moneta Airdrop und danach wird dieser nicht mehr sein. Also wenn du nach dem 23.09. freest, wirst du diesen nicht mehr bekommen, aber hast natürlich trotzdem den Multiplikator hier, der bleibt und den kannst du über diesen Freezer hier immer wieder ausnutzen. Ja, das war eigentlich schon alles zum Freezer, also man kann sich hier gerne nochmal diesen leckeren Bonus mitnehmen. Natürlich, meine Honeys sind jetzt für 6 Monate gefreezed. Ich kann sie also nicht rausnehmen, egal was passiert. Aber ich kann hier trotzdem weiter, wenn ich auf Check Freezer klicke, hier claimen und diese dann halt wieder anlegen oder verkaufen oder was weiß ich nicht was mitmachen. Aber in den nächsten 6 Monaten komme ich auf jeden Fall nicht an meine dran, aber ich hätte sie sowieso nicht ausgezahlt. Also für mich ist das nur ein schöner, netter Bonus obendrauf. Ich werde jetzt mit meinem zweiten Account noch, dem, wo ich im Hive drin bin, einmal auszahlen und reinvestieren, wo ich ja mit $100 angefangen habe. Und das wollen wir jetzt direkt mal machen. Ich gehe hier einmal auf Disconnect, muss dann meine andere Wallet connecten, MetaMask. Und schon bin ich mit meinem anderen Account eingeloggt. Wie wir sehen, hier habe ich nichts im Freezer und nichts auf meiner Wallet. Bis auf noch so ein paar Kleckerbeträge. Wir gehen einmal rüber wieder hier auf App, weil dort bin ich ja im Hive investiert. Hier bleibe ich auch im Hive drinne. Hier werde ich nicht freezen, weil ich ja hier meine Hive-Strategie nutzen möchte. Da sehen wir es auch. Unsere APR ist hier immer noch höher als
selbst mit dem 6-Monats-Freezer. Und wie wir sehen, ich bin immer noch weit über 100 Dollar, habe hier schon wieder 0,11 zum Claimen. Das machen wir auch direkt. So, nachdem diese Transaktion jetzt durch ist, wollen wir diese natürlich auch wieder anlegen, um dann zu gucken, wie viel habe ich denn jetzt wieder in meinem Deposit. Und wir müssten so ungefähr auf 125 Dollar kommen. Ich drücke hier also auf Plus, muss dann wieder umschwenken hier auf Gihanis, weil ich ja meine geclaimten Gihanis anlegen möchte. Habe hier 0,114 Gihanis in Wert von 8,46 Dollar. Das muss ich jetzt dann supplyen. So, bestätigen das Ganze in MetaMask. Und schon hat sich mein Deposit auf 125 Dollar erhöht. Ja, der Gihani-Preis ist ein bisschen hochgegangen und der BNB-Preis ein bisschen runter, weshalb ich hier mit meinem Deposit immer noch nur in Anführungsstrichen bei 25% plus bin. Ich aber fest davon ausgehe, dass gerade auch der BNB in nächster Zeit wieder weit steigen wird. Beim Gihani werden wir sehen, ob alles durchgezogen wird, was sie so ankündigen. Aber bis jetzt sieht es ja sehr gut aus und das könnte eine richtige Preissteigerung geben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr von mir zu verpassen und immer auf den Laufenden zu bleiben. Und schreibt mir gerne einen Kommentar mit deiner Meinung. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!